in dem Film rausgekommen, dass ich jetzt im Deutschen Bundestag bin, aber ich freue mich total, auch mal vor so vielen Leuten reden zu können. Das ist, ich glaube, das ist das erste Mal. Gut, nun will ich nicht unbedingt Politikunterricht machen. Nach der Wahl gefragt in Thüringen, ich glaube, das kann Ihnen jetzt überhaupt keiner sagen, wie das ausgeht, weil wir ja noch nicht mal wissen, wer sich alles zur Wahl stellt. Wir wissen auch nicht, ob sich das Maaßenbündnis zur Wahl stellt. Wir wissen nicht, wie das mit BSW ausgeht. Und das muss erstmal alles in trockenen Tüchern sein. Bis dahin werden wir noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen müssen. Meine persönliche Empfehlung, wie ich das auch schon im Film gesagt habe, 51% FDP und wir kommen ein Stückchen weiter. Ja, man muss auch Wünsche haben, das ist ja nicht verboten, das haben ja andere auch, muss man ja sagen. Zur generellen Situation. Sie haben das einfach gesagt vorhin, man muss gegen rechts sein. Das finde ich wirklich zu einfach. Wir sagen von uns, wir sind die Mitte. Wenn wir in der Mitte sind, dann gibt es einen linken Teil neben uns, es gibt aber auch einen rechten Teil neben uns. Das ist ganz einfach so, aber wir sind ja inzwischen schon so weit von diesen ehemaligen Begriffen weg, von rechts und links, dass wir vergessen, dass wir das, was wir bekämpfen wollen, die Rechtsradikalen sind und auch die Linksradikalen. Das ist es doch. Wir müssen die Radikalen in unserer Gesellschaft bekämpfen. Und die sind doch nun mal da. Und danach muss es doch gehen, das muss doch passieren. Und nicht pauschal sagen, alles, was auf der einen Seite jenseits der Mitte steht, ist automatisch recht. Ich bin auch der Meinung, dass wir gerade den Extremen nicht zwingend den Mund verbieten sollten. Denn wenn wir das tun, dann ist es doch auch ein kleines bisschen ein undemokratisches Verhalten. Es muss schon jeder sagen können, was er will. Wenn wir denen das verbieten, dann sagen die im Umkehrschluss auch, ja, seht ihr, so ist es, man darf ja in Deutschland nicht mehr sagen, was man will. Doch, in Deutschland darf man sagen, was man will. Und ich bin auch sehr dafür, dass jeder sagt, was er will. Und ich bin auch jederzeit dafür, dass wir sagen, dass wir gegen die Radikalen sind, egal von woher sie kommen. Das muss immer wieder zu sagen sein. Und ich möchte noch einen Punkt zu den 5% sagen. Schön und gut, es gehen dadurch Stimmen verloren, das stimmt. Ich sehe aber auch deutlich im Bundestag, je mehr wir werden, umso weniger werden wir uns einig. Es ist also nicht so, dass es für das Land immer das Beste ist, wenn wir eine große Zersplitterung haben. Und ihr wisst ganz genau, das meine ich wirklich ernst, die FDP kämpft in verschiedenen Parlamenten, auch im Bundestag, wird auch in Thüringen um 5% kämpfen. Trotzdem sind wir nicht die, die sagen, wir möchten gerne die Klausel absenken oder ganz weglassen, weil wir glauben, dass eine wirklich politische, eine geregelte politische Arbeit mit einem zu zersplitterten Parlament, egal ob es ein Landesparlament ist oder das Bundesparlament, schwieriger wird und am Ende wird für die Menschen weniger rauskommen als mehr. Ich bin kein Jurist, ich bin gelernter Elektriker, aber ich habe also kein Rechtswissen, aber ich habe ein gewisses Rechtsempfinden. Und das macht mir persönlich Bauchschmerzen, wenn nach dem neuen Wahlrecht ein direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter nicht im Bundestag einzieht. Das mag sein, dass es durch die Verfassung gedeckt ist. Es gibt ja auch eine Klage dagegen, das ist so. Ob das der beste Weg ist, weiß ich nicht. Aber in diesem Zuge wurde auch das mit der Ersatzstimme beraten. Das wurde auch in unserer Fraktion wirklich lange und eindringlich beraten, hat aber überhaupt keine Zustimmung gefunden, auch meine übrigens nicht, weil das eine Verkomplizierung des Wahlrechts ist, bei der viele schlicht und einfach scheitern würden. Das tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber wir müssen seit wie vielen Jahren erklären, was ist der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme. Wenn wir jetzt auch noch erklären müssen, was der Unterschied dann zur Ersatzstimme ist und wie das zu handhaben ist, vermute ich, dass es so viele ungültige Stimmen gibt oder so viele, die was ganz anderes ankreuzen, als wie sie gemeint haben. Aber die Idee ist charmant, da gebe ich Ihnen recht. Die ist auch demokratisch sicherlich legitimiert. Man kann da vielleicht später nochmal drüber nachdenken, ich weiß es nicht. Im Moment wurde die Idee diskutiert und verworfen. Gestanden habe, sehe ich mich überhaupt nicht gerne auf einer großen Leinwand. Und das war auch der Grund, warum ich nicht gekommen bin zu euch und den Rohschnitt gar nicht sehen wollte. Ich habe jemanden hingeschickt und habe gesagt, guck, dass nicht allzu viel Blödsinn dabei ist. Und das ist alles andere als Blödsinn. Es ist ein grandioses Werk. Ich bleibe dabei, ich sehe mich persönlich nicht gern auf dem Bildschirm, aber das ist meine Empfindung. Für mich, also das hat nichts mit der Qualität des Filmes zu tun, überhaupt nicht. Die ist hervorragend, diese Qualität. Es sind Landschaftsaufnahmen gemacht, die auch für Thüringen sprechen, die auch die Schönheit unseres Bundeslandes.
sagen, hätte man wohl kaum besser machen können, aber meine Meinung steht fest, ich brauche mich nicht im Fernsehen. Ich hatte nie vor, mich festzukleben, weil der Herr das gesagt hat. Ich werde nie ein Straßenkleber werden. Ich habe gesagt, ich setze mich mit hin, lass mich wegfahren. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Es gibt Dinge, die werden so, wie sie sind, nicht bleiben können. Also Veränderung ist ja das Maß aller Dinge und das wird es geben. Und das wird meiner Ansicht nach mit der Sternwarte in der derzeitigen Form auch so sein. Das muss ich jetzt ein bisschen erklären werden. Ich weiß nicht, ob das alle interessiert, aber das Wesentliche an dieser Sternwarte sind nicht die Fernrohre, die dort stehen, sondern es ist eine Kartensammlung, die über Fotoplattensammlung, die über 60 Jahre den Himmel fotografiert hat oder dann sogar 100 Jahre und dort auch alle veränderlichen Sterne mit aufgenommen hat. Und man sieht, zu dieser Zeit gab es die modernen Teleskope noch nicht. Und dort ist zu erkennen, dass es Supernovae gegeben hat. Und daraus kann die Wissenschaft sehr viel ableiten. Und das wird auch gerade digitalisiert. Die machen auch noch andere schöne Dinge dort oben, die aber den Erhalt zum Beispiel dieser ganzen Sternwarte niemals rechtfertigen werden. Es gibt einfach Dinge, die sind überholt. Dampfloks sind auch nur noch im Museum, die sind auch nicht mehr auf der Maschine. Eigentlich schade, aber dort wird es keinen großen Aufschwung von diesem Objekt geben. Zu Merkers muss man sagen, ja, dort versuche ich ständig mit unserem, da werden wir mal auf das Verkehrsministerium haben, dort wirksam zu werden, aber es ist wahnsinnig schwer gegen einen Bundesverkehrswegeplan, aus dem 2016 die schon rausgeflogen sind, die dort wieder reinzubringen. Und während der Gültigkeit des Verkehrswegeplans geht das nun mal leider sehr schlecht. Nichtsdestotrotz, ich arbeite dran und wenn mich die Leute einladen zum Sitzstreik, dann komme ich. Das sind bescheidene Fragen, muss ich sagen. Betrifft uns als FDP am wenigsten, weil der junge Mann von Kampack hat das ja gesagt. Er hat es zwar auf den Namen Thomas Kemmerich runtergebrochen. Was er aber damit meint, ist, dass die FDP dort völlig anders vorgeht. Und ich weiß, dass ich jetzt nicht die ungeteilte Zustimmung kriege. Aber zum Beispiel zur Landratswahl in Sonneberg haben wir keine Wahlempfehlung für eine Person ausgegeben, ich persönlich auch nicht, sondern wir haben gesagt, dass wir den Menschen im Land zutrauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn sie denn die richtigen Argumente von den Parteien oder von den Bewerbern gesagt kriegen. Und das ist das, wozu ich Sie eigentlich alle auffordere. Oder ich möchte eigentlich sagen, ich mache keinen Wahlkampf gegen andere. Ich habe eine klare Position zu den Extremen in diesem Land. Trotzdem wird sich mein Wahlkampf, egal wann ich ihn für wen mache, für wen weiß ich, für Bundestag oder Landtag oder für sonst was, es wird immer darum gehen, dass es einen Wettstreit der Ideen gibt und nicht einen Wettstreit der Personen. Und dort werden wir versuchen, mit eigenen Argumenten die Menschen davon zu überzeugen, uns zu wählen und nicht die anderen. Und ich glaube, das ist der tiefere Sinn der Demokratie.